Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen zurück zu PUBG auf der Xbox One X an diesem wunderschönen Donnerstag, Freunde. Und ja, hey, wir haben die Woche fast geschafft. Na, es geht doch, es geht doch. Was auf jeden Fall auch gehen sollte, wäre die Runde, die wir jetzt spielen. Denn vom Dienstag, das war jetzt irgendwie, ne, dieser blöde Sniper. Dieser kleine blöde Sniper. Und ich habe gedacht, ich komme da schön durch. Keiner sieht mich. Nein, da kommt so ein blöder, kacking Sniper. So, heute sind wir wieder dran aus der Ego-Perspektive. Ihr wisst ja, ich zwitsch ja immer wieder so gerne. Und ja, ihr habt ja schon geschrieben. Ich habe es ja schon im letzten Video gesagt. Also der Abo-Tag kommt. Ich muss das halt rechtzeitig planen. Weil Gründe habe ich ja im letzten Video gesagt. Und dann können wir dann gerne auch ein bisschen miteinander zocken. Ne? Und dann schauen wir einfach mal. Heute nochmal hier auf der neuen Map. Neue Map, neue Map, neue Map. Wir warten ab, bis der schwarze Bildschirm vorbei ist und dann sagen wir, neue Map, neue Map, Miramar, Miramar. Ich würde die gerne einmal jetzt auf den normalen Server spielen wollen, wirklich. Weil, ich meine, sie ist ja jetzt drin. Ja, haben wir sie doch. Na, seht da, es geht da. Es geht da, sehr schön. Ach, fühle ich mich gleich wohl, ja, auch wenn die Texturen noch nicht geladen sind. Fühle ich mich hier schon pudelwohl. Und das sieht so schön aus in HDR. Also, selbst mit dieser Grafik muss man jetzt mal dazu sagen. Ihr wisst ja, das Spiel ist jetzt nicht so. Ja, für euch, ja, es tut mir leid. Ich habe jetzt kann leider kein HDR aufnehmen. Es tut mir leid. Ihr habt so einen leichten Graufilter. Nicht ganz so schöne Farben, aber Freunde, das macht es doch nur realistischer, wenn ihr es ein bisschen dreckiger habt und nicht ganz so bunt oder so ähnlich. Ja, ich versuche euch das einfach schön zu reden, bis ihr das selber glaubt. So einfach ist das. HDR, wer braucht schon HDR? Keiner. Okay, so, ich bin gespannt hier. Ego-Perspektive dauert ja in der Regel immer ein bisschen länger, bis die Lobbys gefüllt sind. Was machen die ja eigentlich? Das sieht nach einer schlagkräftigen Unterhaltung bei den beiden aus. So, Round 1, Fight! Oh, damit hat jetzt aber keiner gerechnet. Ja, hat er erstmal seinen Buddy gerufen, weißt du, der kommt da hier ran. Mit denen los, wie die so rumtanzen, ne? Hat die gerade einen Stinkefinger gezeigt? Was, zeig mal her, ihr Mäuschen. Ich will einmal, jetzt bleib doch mal stehen, ich will einmal Brüste haben auf YouTube. Menschenskinder. Kommst du jetzt her? Mäuschen, jetzt komm her. Wir wollen einmal Brüste im Video haben. Ich habe gehört, das verkauft sich besser. Jetzt, Mäuschen, kommst du? Wie sie jetzt abhaut, die weiß ganz genau, dass ich nur auf ihre Brüste aus bin. Mann, was macht die denn? Wo ist denn jetzt hingerannt? Da! Hast du gedacht, sie kann mich loswerden, ma? Hahaha. So! Da! Überraschung! Hä? Mäuschen? Mäuschen? Ach da, jetzt habe ich sie. Ach, da bist du ja. Ich will dich nicht hauen. Ich will doch nur einmal Brüste haben für uns. So, dankeschön. Wir wollten doch nur mal hier die zwei Milchtüten da sehen. Wirklich. So, dankeschön. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt kannst du weiterrennen. Dankeschön. Mehr darf ich auf YouTube nicht zeigen, wo sonst gibt's Ärger. Ne? Dann sagt YouTube, nee, mein Freund. Leute, umbringen kein Problem. Aber wehe, du zeigst hier ein paar nackte Brüste. Das funktioniert nicht. Na? So. Noch 58 Sekunden. Ja, das halte ich gerade so noch aus. Aber schön ja gemacht, ne? So mit den... Mit dem Stall. Guck mal, da ist sogar ein Hühnchen drauf. Kuckuck. Habe ich gerade ein Hühnchen nachgemacht? Warum mache ich ein Hühnchen nach? manchmal gehen mit mir wirklich die Pferde los. Oh, zeig mal her, ja. Ein schönes Hühnchen. Ein wunderschönes Hühnchen. Allgemein, ich guck mal, ich finde das... Kann das sein, dass die Grafik auf dieser Miramar-Map schöner von PUBG ist als auf dieser Standard-Map? Findet ihr das auch? Habt ihr da schon mal irgendwie, ist euch das schon mal irgendwie so aufgefallen so und denkt so euch, ja, stimmt. Das sieht irgendwie sieht es hübsch aus. Gut, wenn man jetzt ganz so auf den Boden guckt, ne? Jetzt ist es keine Forza Horizon 3 Textur, ne? Aber es könnte hässlicher sein. Ich sage mal so, es könnte hässlicher sein. Und das Spiel macht Spaß. Ob mit oder guter oder schlechter Grafik. Oh, da unten ist Sonnetchi Island. Oh, hoffen wir mal wieder bei Sonnetchi Island. Aber dann verspiele ich es mir vielleicht, dass wir auf der Map hier spielen können. Aber ich will auf Sonnetchi Island. Kommt. Oh, wisst ihr noch die Sonnetchi Island Folge? Die war so toll. Das war einfach mein Turm gewesen. Und ich will da jetzt drauf. Ist mir jetzt egal, was ihr sagt.
Das ist taktisch bestimmt total bekloppt, sinnlos. Und vielleicht verspiele ich mir jetzt die Chance, dass wenn ich jetzt direkt sterbe, dass wir dann noch eine Runde auf dieser Map hier spielen können. Aber ist mir jetzt egal. Ich will auf Sanity Island. Das ist mein Zuhause. Ich fühle mich hier wohl. Ich wurde hier gut bedient mit Loot. Oh, das hätte ich vielleicht doch noch ein bisschen anders anpeilen sollen. Ja, müssen wir auf jeden Fall hochlatschen. Das war nicht so gut gemacht von mir, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Okay, jetzt aber direkt los. Boah, da hinten kommt sie runter. Boah, jetzt hat sie aber auch gerade ein bisschen gestockt bei mir. Aber hinter mir ist keiner. Sonnetchi Island bleibt Sonnetchi Island. Herrlich. Ja, einmal hier hoch. Lalalalalalala. Und dann direkt reingucken. Nehme ich, ja, immer diese, ich finde immer hier von der Schrotflinte diese Assi-Munition, ne? Schon mal aufgefallen? Ich finde sowieso immer geil, man findet Munition, aber man findet nichts anderes. Ja, Bindungsdämpfer, Entschuldigung. So, ich gehe erstmal in meinen Turm rein. In den Sonnenschi-Turm. So, und da gehen wir erstmal die Treppen hoch. Ui, ui. Oh, oh Gott, jetzt wäre ich fast runtergesprungen. Also jetzt nicht übertreiben. So, wie weit haben wir es denn gleich? Ja, das ist ein guter Weg. Das ist ein sehr guter Weg. Aber ich habe es ja nicht anders gewollt. Aber guck mal, Rucksack Stufe 2. Hä? Was sagt er dazu? Zwei Stück sogar. Nimm zwei Vitamine und Naschen. So. Und ansonsten ist hier nichts mehr. Keine Waffe, kein Nichts, kein gar nichts. Wow. Hat sich richtig gelohnt hier auf dem Sonnetchi Tower. Und jetzt können wir ja wieder die Scheiße runterlaufen. Mann, ey. Wie weit denn noch? Meine Ausdauer. Boah, ich sehe aus wie so ein Pirat, ne? So mit meiner Sichel in der Hand. Könnte auch eigentlich so wie bei Captain Hook so mein Haken sein. Arr. Schiffkochsmied! Schiffkochsmied! Hieß der so? Schiffkochsmied? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Das wäre so geil, wenn wir jetzt so Peter Pan hier so vorbeibliegen. So, aber ich glaube, hier unten ist ein Boot. Also eigentlich müsste es hier ein Boot geben, weil... Warum eigentlich nicht? Aber ich brauche noch irgendwelche Waffen oder irgendetwas. Ach scheiße, hier sind so viele Häuser noch, aber... Wie soll ich das schaffen? So. Ach komm. Ich wollte gerade sagen, jetzt bloß kein Schaden nehmen von dem Minisprung. Also das schafft ein 10-Jähriger. So. Was haben wir denn hier? Polizeistufe 2, jawohl. Und guck mal da, Verband und eine kleine Mini-Pistole. Wow. Ich bin wieder bestens ausgerüstet. Ja, und ich weiß, wir müssen bald los, weil... Ist so. Aber Freunde. Ich muss ja erst auf meiner Insel mich umschauen. Was ist hier los? Oh mein Gott. Das ist eine mysteriöse Insel. Oh mein Gott. Die ganzen Tische. Sie sind weg. Wir haben hier fliegende Flaschen. Schon gefährlich. Also hier sind auf jeden Fall Geister. So. Was haben wir denn hier drin? Oh, eine Granate. Nehme ich mit. So eine einzelne Granate, besser so. So, muss ja irgendwo ein Boot liegen, oder? Da ist noch ein Steg, da muss da irgendwo ein Boot sein. Die können doch jetzt nicht sagen, nö, hier, wenn der Bär auf der Insel rausspringt, der muss schwimmen. Kann ja nicht sein. Oder? Also das wäre ein mieser Tod, oder? Direkt am Anfang hier eigentlich total sinnlos Zeit verschwendet auf der Sonnetchi Island. Erste Hilfe. Komm schon, hier muss da noch irgendwo ein bisschen geilerer Scheiß liegen. Also, die Dinger finde ich jetzt aber auch gerade eher wie Sand am Meer. Ey, nicht, hier ist kein Schiff. Hier ist kein Schiff. Das kann nicht wahr sein. Und eine Waffe? Irgendwas hier. Besser als nichts jetzt erstmal. Ich nehme das Ding mit.
Komm, lad nach, sonst kann ich die Tür nicht aufmachen. Marina! Ich kann jetzt nicht jede Hütte machen, ohne Scheiß. Die Zeit rennt. Kein Schiff? Nee. Nee. Ich kann mich doch nicht auf Sunshine Island so elendig verrecken lassen. Guck mal da hinten, wie süß. Eine richtig kleine süße Insel. Auch wie niedlich. Und da auch kein Schiff, oder was? Ach, hör da auf. Was ist das für ein Beschiss? Ja, da bringt mir auch nichts. Schon mal aufgefallen? Das ist wie auf der anderen Karte, ja? Zigtausend kaputte Autos, kaputte Boote. Ja, aber nicht ein funktionierendes Fahrzeug. Also ganz ehrlich, bei aller Liebe. So ein paar Fahrzeuge könnten schon sein. Und, kann er jetzt hier nicht an der Insel? Soll ich jetzt um die ganze Insel schwimmen? Soll man den Arsch offen? Ja, kann ich auch in die andere Richtung. Das schaffen wir niemals mehr. Niemals. Und warum renne ich die ganze Zeit gegen eine Kiste? Fragen über Fragen. Und bloß eine Schrotflinte. Super. Ja, hier nehmen wir noch den Scheiß mit. Das sieht aus wie eine Waffe, ne? Wenn du hier so dran vorbeigelaufen bist, hast du gedacht so, oh geil, eine AKM. Und dann so, oh nein, eine kaputte Diele. Das ist nur eine kaputte Diele. Ja, klasse. Kein Boot. Yippie. Super. Ganz toll. Freue ich mich. Ich finde, man sollte einbauen bei den Spielen, dass man sich selber die Kugel geben kann. Wer ist dafür? Einfach mal Hashtag selber die Kugel. Kann man das so schreiben? Um Gottes Willen. Nee, mach's lieber nicht, Freunde. Nicht, dass da ja irgendwie noch die Polizei das überwacht und dann sowas. Zu viel Selbstmörder? Da stimmt ja was nicht. Sonnenschi ruft zum Töten aus. Der Kanal ist auf ewig gebannt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Freunde. Kann man nicht so laut erzählen. Ja, so. Nur? Soll ich hier elendlich sterben hier auf der Insel? Das ist ja kacke. Das ist ja kacke. Nicht ein Schiff. Das da. Das ist aber nicht richtig im Wasser, ne, oder? Nee, nee, hier ist genauso kaputt wie jeder andere Scheiß hier auch. Ach, das ist ja blöd. Bis ich darüber schwimme, ist das Blaue da, das schaffe ich da eh nie mehr. Das ist ja dumm. Sunshi Island, schade. So Leute, ich gehe mich umbringen. Ja, machen wir noch eine Runde oder was? Was soll denn das? 12 Minuten. Und was haben wir gemacht? Sunshi Island angeguckt und das war's. Was ist denn jetzt? Jetzt habe ich eine Lunge wie so ein Bekloppter. Haben die das geupdatet? Mal wie lange ich jetzt unter Wasser sein kann. Mal wie tief ich runtergehen kann vor allem. Unter dem Meer. Unter dem Meer. Oh, wow. Okay, wir sind gerade richtig tief. Und vor allem, wir sind mitten in der Bombenzone. Das wäre natürlich jetzt geil zu sehen, wie das ausschaut, wenn hier die Bomben über einen einschlagen ins Wasser. Ja, schon irgendwie geil. Gib zu. Aber das werden wir nicht mehr miterleben, denn wir werden jetzt sterben. Los, komm. Töte mich. Töte mich. Los jetzt. Das war das traurige Ende von Sonnenschi, Freunde. Dich ist ertrunken. Dich ist ertrunken, hat mir vor allem gefallen. Aber Wesen... Ende das Ganze mit einem Knall. Ja gut, Freunde, also es gibt so Dinge, die kann ich jetzt nun auch nicht beeinflussen. Und darunter sind natürlich, wenn da kein Boot steht. Wer kann denn das ahnen, dass auf einer Insel kein Boot ist? Also, das ist ja Blödsinn. Also was sich manchmal die Entwickler dabei denken. Das ist ja unerhört, Freunde. Unerhört. So, machen wir noch eine Runde. Wenn schon, denn schon. Das kann man jetzt nicht als Runde zählen. Also, das geht nicht. Da sind wir doch schon Besseres gewohnt. So, ich gehe mal derzeit auf Kommentare hier ein. Nächstes Mal stellst du Online-Zocke dann inkognito mit. Ja, das ist natürlich immer so eine Sache. Ihr schreibt ja mal gerne so nach dem Motto, ja, wenn du mal online bist und keine Ahnung was, oder schickt mal eine Einladung, oder ihr addet mich halt und schreibt mir dann eine Nachricht. Das Problem ist einfach, ich kann wirklich nicht drauf eingehen, weil ich krieg halt täglich, also ungelogen, das ist wirklich ungelogen, ich krieg täglich über 50, 60 Nachrichten auf Xbox Live, ja. Dazu kommt, sobald ich mich online stelle,
kommt sofort, werde ich zugespammt mit Einladungen, Party-Einladungen, mit Nachrichten, spiel mit mir, mach mal hier, das ist so viel, Freunde, ich, ohne Scheiß, da kommt nur noch blub, blub, blub unten diese Einblendung, so wie wenn man einen Erfolg bekommt, Alter, geht gar nicht, du kannst auch nicht mehr spielen, weil das fängt dann alles so an zu ruckeln, weil einfach eine Nachricht nach der anderen kommt, ne, und du kannst halt auch nicht überall antworten, so nach dem Motto, ja, es geht gerade nicht. Dann gibt es zwar die Funktion jetzt bei Xbox mittlerweile nicht stören, ja, also wo man sieht, ey, er ist online, aber er hat auf nicht stören, oh, da störe ich mal lieber nicht. Interessiert nur keinen, ja, da macht natürlich viel Sinn. ergo muss ich das halt leider Gottes immer so machen und muss dann halt auf diese Abo-Tage verweisen. Anders ist es leider nicht möglich. Oh, guck mal, wir kriegen nochmal eine Chance auf Miramar. Gut, diesmal gehe ich nicht auf Sonic Island, ich gehe jetzt hier hart heftig trainieren, hier an den Handeln. Okay, ja, also wie gesagt, nimmt es mir da nicht übel, auch wenn ich da auf gewisse Dinge einfach nicht drauf eingehen kann, aber es ist halt leider so, ich kann es echt nicht machen. Die Älteren unter euch, die werden das sicherlich verstehen. Das Problem ist halt, ich habe halt durch Fortnite, das gucken halt auch viele Jüngere, und die gucken halt nur einmal so ein Let's Play von mir, so Folge 1 oder so, ne, und sehen dann, oh, ein Xbox-Spieler, und dann wird man halt direkt geaddet. Und dann kriegt man halt direkt Party-Einladungen und sonst was, weil sie halt, was weiß ich, zu wenig Xbox-Freunde haben und wollen dann halt mit mir spielen. Das ist ja auch alles total lieb und schön. Das Problem ist, die machen null Aktivität auf meinem YouTube-Kanal, ne? Was mir natürlich dann, ihr müsst ja mal so sehen, ich mache eine Fortnite-Folge, ja, ich habe ja mittlerweile Fortnite eigentlich fast nur auf Mittwoch, ich versuche noch ab und zu eine Folge dazwischen zu machen, aber Fortnite zum Beispiel, das geht so, ja, ich achte immer so drauf, wie viele Klicks immer so ein Video ungefähr hat. Ich kenne so mein Mittelmaß, was die Leute ist. Und dann schaue ich immer so ein bisschen nach den Likes. Und wenn ich halt sehe, dass halt 0,0 Feedback kommt oder halt nur die Nachfrage, lasst uns spielen, ohne auf das Video vielleicht drauf einzugehen oder ohne überhaupt Videos zu gucken zu wollen, ne? Nur, dass er halt jemanden zum Spielen haben. Dann kann ich halt echt nichts machen, meine Freunde. Also dann muss ich halt wirklich schauen. Und dementsprechend werde ich dann auch einige Formate dann halt auch ein bisschen nach hinten anstellen oder halt ja ein bisschen weniger machen. PUBG läuft nach wie vor, das mögen halt die älteren Zuschauer, auch gerade meine TV-Zuschauer, ja, also die über meinen Channel gekommen sind, die über die TV-Einstellung gekommen sind, die schauen halt auch gerne mal so eine Runde PUBG hier zu, ne? Und deswegen PUBG nach wie vor immer noch zweimal mindestens die Woche. Manchmal versuche ich sogar auf dreimal hinzubekommen, ja. Und ansonsten versuche ich ja so fortlaufende. Seht ihr das jetzt ab und zu immer so? Das ist mir jetzt gerade schon die ganze Zeit aufgefallen. So fliegendes Gras. Wisst ihr, ich spiele ja auch Planet Coaster, das wisst ihr ja. Ich mache da auch ab und zu mal ein Update-Video, wie mein aktueller Park ausschaut. Und wenn ich mir so manchmal hier so die Maps angucke vom PUBG und so Objekte, dann sieht es für mich, denke ich immer so am Planet Coaster, wie ich gerade zwanghaft 8 Stunden einen Berg forme mit dem Bergformungstool, ja. Um dann, sag mal, hier geht's aber auch irgendwann mal vorwärts, sehe ich gerade, ne? 63 Leute als Freunde. Also, so lange kann ich jetzt hier nicht warten. Geht nicht. Ich kann ja nicht erwarten, dass ich jetzt hier Stunden drinnen verbringe. Wie komme ich denn hier raus? Will raus. Lass mich raus. So, Ausgang. Ja, Freunde, also das geht nicht. Nee, und dann denke ich immer so dran, wie ich bei Blended Coaster da so 8 Stunden oder so einen Berg forme, dass der möglichst natürlich aussieht und dann noch mit Texturen anmale, dass das auch wirklich so richtig schön natürlich wirkt auf den ersten Blick, nicht zu kantig, nicht zu viel, wisst ihr? Da achte ich halt wirklich so drauf und dann auch die Objekte oder so den Rasen setze, dass dann halt nicht so wie hier irgendwie der Rasenbüschel auf einmal in der Luft schwebt, ne, sondern halt wirklich schön auf dem Boden gleichmäßig gesetzt ist. Und dann sieht man sowas hier und dann denkt man sich so, ja, ja, das kannst du aber bei Planet Coaster schöner. Ja gut, 18 Minuten, Freunde. 18 Minuten und wir haben in dieser Folge noch nichts Produktives gemacht. Punkt. Und wisst ihr was, ich werde jetzt irgendwo in so eine Hauptstadt, werde ich runterspringen, werde mir die beste Waffe nehmen, die es gibt. Wahlweise wahrscheinlich wieder für mich gibt es wieder entweder bloß Munition für eine Schrotflinte und eine kleine Pistole. So, und dann nehme ich meine kleine Pistole, gehe in den Nebenraum und schieße irgendjemanden, der da rumläuft, in den Kopf. Ja, das ist jetzt der Plan. Ihr seid meine Zeugen, der ich das gesagt habe. Wobei das jetzt passiert, wenn... Stellt euch mal vor, das würde wirklich passieren. Dann würde sofort so in den Kommentaren kommen, ja, das ist doch nachvertont. So, ich sehe schon den Baum. Wir sind auf jeden Fall wieder auf der alten Map.
oder? Aber ich war noch nie in der Halle. Was, sind wir hier eingesperrt in der Halle? Ey, lass mich raus! Mein Gott. Ich bin klaustrophobisch. Hallo, bist du etwa Klaus? Ich habe Angst vor Klaus. So. Ah. Ja, man ist wirklich hier in der Halle eingesperrt. Ist ja krass. Ist ja krass. Ja, es ist ja die Lichter, die wollte ich auch noch bei mir im Blended Coaster unter so einer Dings bauen. So die Art, so dieses Hängende. Muss ich mal noch gucken. So, jetzt aber. Von wo kommen wir? Wo wollen wir runter? Ich will jetzt Action haben. Ich will jetzt richtig, richtig pro Action. Wo kommen wir denn? Hä? Mit dem Flugzeug. Ach, da! Oh Gott, ich muss hier erstmal gucken. Und dann ist direkt eine Stadt. Direkt runter, oder? Direkt rein in die Stadt. Das ist doch eine große. Hier wollen doch bestimmt einige hin. Lässt sich doch hier keiner entgehen. Große Stadt, direkt mit Sinkflug, wo man die schnellste Geschwindigkeit machen kann. Ich drehe mich mal um. Na klar, guckst du dir an hier. Eins, zwei. Oh, man hat der eine schnell Fallschirm auf. Was für Depp. Ach, guck mal hier, direkt der Nachbar. Moinsen. Na, du auch hier? So. Jetzt müssen wir hier ein bisschen justieren. Da, ja, ist ein Boot. Super. Schön, dass hier ein Boot ist. Oh, wo ist mein Nachbar hin? Okay. So. Eins, zwei. Komm schon, Waffe, 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 Waffe. Hab ich gerade das Benzin mitgenommen? Seit wann nehme ich denn Benzin mit? Das ist immer eine ganz neue Art und Weise. Oh, Alter, ich finde natürlich wieder in den Haus nichts, ne? Oh. Wo ist denn der reingerannt? Ist der in den Schuppen reingerannt oder ist der noch woanders hingerannt? Hier drinne? Ich hoffe nicht hier drinne. Der ist da drinnen, ne? Ihr habt's gehört. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Und ich habe keine Waffen. Los, komm, 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 komm. Zum Auto, zum Auto, zum Auto. Los, 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 los. Komm, komm, steig ein. So. Fahr mal halt weiter. So. Ja, mal gucken, wir können eigentlich ja, eigentlich wenn wir hier hochfahren, dann dürfte eigentlich so die komplette Stadt nur für uns sein. Denn der Flieger ist ja die andere Schräge geflogen. Und dann hätte man natürlich Zeit ein bisschen mit dem Loot. Was, das Auto irgendwie neu? Das fühlt sich irgendwie neu an. Oh nein, nicht wieder dieses Kamera machen und wir hatten schon mal so einen Tod gehabt in der einen Folge. Also das brauche ich nie nochmal. Oh, Alter, das Ding fährt sich ja auch wie so eine Seifenkiste, du mein lieber Schulli. Wir sind drin im Kreis, ne? Oh, mega. Das ist ja mega. Oh. Ja, dann können wir jetzt wirklich ganz entspannt zu dieser Stadt fahren. Oh, das... Ja, ganz geil. Also, das Ding steuert sich ja mal sowas von asozial. Überhaupt nicht schön. So, soll ich mal direkt hier schon den Halt machen? Ich würde sagen, ja. So. Aussteigen. Aussteigen. Steigst du jetzt aus? Also, 20 mal den Button drücken, bis der aussteigt. So, Schrotflinte, Mensch, und eine Pistole. Wer hätte das gedacht? Mann. So, dann nimm doch. Da leuchtet doch was. Mein Gott. Also manchmal habe ich das Gefühl, die Charakter sind zu blöd, irgendwas aufzuheben. So, das Auto wird ja hoffentlich jetzt nicht geklaut werden. Oh, das wäre echt mies. Wenn sie mir mein Auto klauen würde. Rucksackstufe 1. Nope, brauchen wir nicht mehr. So. Dreckige Toilette. Nö. Ich war schon kacken. Dankeschön. So, dann würde ich sagen, ab ins Auto, weiter geht's. So. Fahren wir mal da hoch. Schafft das Auto das? Mein Gott. Du schaffst das, jawohl. Guck mal hier, das sieht doch schön aus. Sieht doch aus wie für mich gemacht. So, und hier dürfte eigentlich keiner sein. Also, ja. Perfekt. Mikro-Uzi. Haben wir das auch? Erstmal die ganze Munition mitnehmen. Rauchgranate. Sehr schön. Nicht, dass ich sie verwende, aber immerhin schön.
So, die 9mm. Nehmen wir mit. Mehr Munition als Waffen hier drin, habe ich das Gefühl. Und ihr kennt mich, ich nehme wieder jeden Scheiß mit. Kann man ja irgendwann mal gebrauchen. In den nächsten 10 Runden. So. Einmal wieder runter. Wow, hätte ich fast übersehen. Alter Falter. Kommt denn die UMP9 her? Jetzt bin ich am Überlegen. Nö, die Schrotflinte lassen wir jetzt weg. Komm. So, sehr schön. Ja, mega. Ha, 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 ha. So gefällt mir doch die Sache. Vollautomatisch. Rotpunktvisier geht's auch noch spendiert. So läuft das. Dann lade ich mal noch die Uzi durch. So. Gleich weiter. Wie gesagt, bis hier jetzt jemand ankommt, ich glaube, das dauert noch ein Stückchen. Bisschen Luft habe ich da auf jeden Fall. So. Immer schön einsammeln. Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Blendgranate, nehmen wir auch mit. Ja, nee, nee. Erweitert das Magazin, sehr schön. Das machen wir mal direkt noch an. Allgemein, das kann auch noch ran. Oh, warte mal, das erweiterte Magazin hätte ich aber auch an die UMP. Na, egal. Hab ich jetzt gerade richtig gehört? Gehen wir mal ein bisschen in die Tucke. Mündungsfeuerdämpfer. Sehr schön. Ah, UMP oder Mikro? Machen wir hier, komm. Eigentlich geile Position hier, ne? Weil man weiß, dass sie eigentlich so aus der Ecke so kommen müssten. Also so der grobe Teil. Aber wir machen mal ein bisschen weiter mit dem Loot. Ach ne, von hier sind wir gekommen. Dann fahren wir mal weiter in die Stadt. So. So, zeig mal her hier. Ja, ist doch schön. Dann fahren wir da unten an die City ran. Ab ans Meer. Ein bisschen Urlaubsfeeling, Freunde. Schön. Schön, schön, schön. Hier schon jemand? Ich mache erstmal so einen kleinen Blick. Da unten ist eine Tür auf, aber die kann immer off sein, weil das Haus sieht allgemein so ein bisschen ramponiert aus. So, ich parke mal mein Auto hier so. Die ganze Zeit gedacht, ich höre irgendwas. Aber anscheinend irre ich mich. Rucksack ist voll. Da werden wir doch wohl mal ein bisschen nachhelfen müssen. Kaliber brauchen wir jetzt keinen. Braucht es keiner mehr. So, warte mal. Benzinkanister brauche ich da nicht. Brauche ich nicht. So. Erweitertes Magazin. Jawohl. Also ich bin bestens vorbereitet. Den ultimativen Krieg. Das Problem ist eigentlich, jetzt müsst ihr ja nicht so lange warten.
bis sie irgendwelche Leute dann hier vorher verirren. Boah, boah, oh nein, 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 nein. Das kann nicht dein Ernst sein, das kann nicht dein Ernst sein. Wo kommst du denn her? Ah, verdammt, 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 das war die zweite Folge diese Woche, die nichts geworden ist, weil einfach... Boah, wo kam er denn her? Das kann doch nicht wahr sein. Also Freunde, ihr seht schon, ich muss demnächst das Abo-Special machen, weil ich brauche eure Unterstützung. Denn ihr seht, ich habe auch schon meine Ohren so weit aufgespürt, da kommst du aus der Tür, hast den Mega-Loot und tada, kommt da irgendwie so ein Vollspasten da vorbei und ballert einen weg. Mann, 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 habe ich mich fast erschrocken. Ein armes Herz. Freunde, Dankeschön fürs Reinschalten. Die Folge war mal wieder nicht. Also, jetzt will ich die nächste Folge, will ich aber richtig. Also, da müssen wir uns rechnen. Ich glaube, da mache ich eh noch Frampo. Ich glaube, dann sehe ich nur noch rot. Einfach. Jetzt sehe ich einfach nur noch rot. Aber schaut euch dann selber an. Ich sage mal Dankeschön fürs Reinschalten. Dankeschön für Like, Abos, Käsekuchen. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Sonnenschein. Ciao.